ist ein Meisterwerk des Rokoko, die Kassianskirche in der Mitte von Regensburg. St. Kassian wird als die erste und älteste Pfarrkirche Regensburgs bezeichnet. Die Kirche war ja schon gemauert hier zur Karolingerzeit. Und im Jahr 891 war ein katastrophaler Stadtbrand in Regensburg, wo alle Gebäude und alle Kirchen niedergebrannt sind. Innerhalb der damaligen Stadtmauer stehen blieb nur diese Kirche. Und man hat das dem Schutz und der Fürbitte des Kassian zugeschrieben. Hier in Regensburg finden wir die einzige Kassianskirche nördlich der Alpen. Das ist ungewöhnlich und hängt wohl damit zusammen, dass Regensburg im 7. und 8. Jahrhundert zum Patriarchat von Aquileia gehörte. Kassian war ein Heiliger aus Südtirol und er war zugleich Diözesanpatron von Brixen. Er ist in der Verfolgungszeit unter Diokletian, also der letzten antiken römischen Verfolgung, ist er dann der Legende nach ins heutige Imola und hat dort Unterricht gegeben für die Schüler, hat auch den Glauben da verkündet, kam da in Konflikte mit den Herrschern und er blieb dabei und dann wurden die Schüler verhetzt, sodass sie mit Griffeln den Kassian zu Tode gemartert haben, gefoltert haben. Interessant, dass ausgerechnet mit den Werkzeugen, mit denen er ihnen Gutes tun wollte, nämlich die Kulturtechnik beibringen. Regensburger Geschichte wird in St. Kassian vor allem an einem Werk deutlich, der schönen Maria. Diese Madonna geht auf eine bekannte Marienwallfahrt in Regensburg zurück und ist ein Werk des Landshuter Bildhauers Hans Leinberger. Zuerst schmückte sie den Hochaltar in St. Kassian und seit 1864 steht sie als die schöne Maria vergoldet im rechten Seitenaltar. Die Wallfahrt entstand am Neupfarrplatz drüben, nachdem die Juden vertrieben waren. Und als die Wallfahrt beendet war dort, war die Madonna irgendwo, vermutlich im bayerischen Stadt am Hof. Und jedenfalls wurde sie dann am Kassiansfest des Jahres 1747, am 13. August, vom damaligen Pfarrer hierher aus der Minoritenkirche übertragen, damit er aus dieser Pfarrkirche eine Wallfahrtskirche gleichzeitig macht. Die Wallfahrt zur schönen Maria in St. Kassian war erfolgreich und beliebt. 62 Berichte von Wundern sind schriftlich festgehalten worden. Nach 8 Jahren Sanierung steht die Kirche jetzt wieder offen. Ja, die Kirche hat in dem Bewusstsein der Regensburger eine ausgesprochen hohe Bedeutung. Man hat da schon immer wieder darauf gewartet, dass diese Kirche wieder geöffnet wird und ist jetzt hoch erfreut, dass diese mit diesem herrlichen Rokoko-Kleid, in das die Kirche gebracht wurde, 1749 bis 1760, dass sie die wieder sehen können und hier Gottesdienst feiern können. Die Heilige Messe wird in St. Kassian von Montag bis Sonntag um 8.15 Uhr gefeiert und an Sonn- und Feiertagen um 11 Uhr.